Ost-Berlin im Mai 1975. Ein Brief wird verfasst. Der Adressat: Genosse Werner Tübke. Der Leiter Hauptabteilung Bildende Künste, Genosse Fritz Donner, wendet sich in einer vertraulichen Angelegenheit an den Starmaler der DDR. Ob Tübke bereit wäre, eine Kopie von einem mittelalterlichen Meisterwerk aus der Sammlung Schloss Friedenstein in Gotha anzufertigen. Fritz Donner, höchstrangiger Kulturfunktionär und bei der Staatssicherheit als IM Fritz geführt, merkt an: Ich glaube, diese unsere Absicht brauche ich Ihnen nicht noch zu erklären. Um dieses Gemälde geht es. Das Gotha-Liebespaar. Ein Mann, eine Frau in inniger Verbindung. Wer sie sind, ist unbekannt. Schon zu DDR-Zeiten war das Gemälde von unschätzbarem Wert. Das Gemälde ist entstanden um 1480, 1485 von einem heute unbekannten Meister. Der Notname lautet der Meister des Amsterdamer Kabinetts, vermutlich Mittelrhein, Oberrhein. Wir haben nur noch Zeichnungen in Amsterdam, die sich hier mit diesem Künstler verbinden lassen. Aber ein weiteres Gemälde aus seiner Hand hat sich eben bis heute nicht erhalten. Werner Tübke ist prädestiniert für diesen Auftrag. Wie kein anderer Künstler in der DDR beherrscht der Leipziger die altmeisterliche Malerei. Zwar wurden seine Bezüge auf den Stil der Renaissance-Malerei von der DDR-Staatsführung kritisch gesehen, doch mit Tübkes Bildern ließ sich im Westen viel Geld verdienen. Mitte der 70er Jahre befindet er sich auf der Höhe seines künstlerischen Erfolges. Er erhält den Auftrag sowohl für den Palast der Republik als auch für das geplante Panoramamuseum im thüringischen Bad Frankenhausen. Das Monumentalgemälde zur Geschichte des Bauernkrieges wird ihm anvertraut. Tübkes Verhältnis zum Kulturapparat ist ambivalent. Einerseits ist er ein Künstler mit eigenem Stil und eigenem Kopf. Andererseits ein Reisekader mit Devisenkonto. Seine Bilder werden gewinnbringend über den staatlichen Kunsthandel in alle Welt verkauft. Sein Verhältnis zum Ministerium für Kultur ist geprägt von einem Geben und Nehmen. Donners vertraulichen Wunsch nach einer Kopie kann Tübke nicht einfach ablehnen. Zumal er vermutet, dass diese Auftragsarbeit gegen das Original im Museum ausgetauscht werden soll, erinnert sich seine damalige Frau Angelika Tübke. Mehrfach fragt Tübke bei Donner nach, die Antworten ausweichend. Interessant ist, die Anfrage ist im Aktenbestand des Ministeriums nicht mehr zu finden. Es war ein ehemaliger Assistent von Werner Tübke, der diesen Brief 1975 heimlich entwendet hat. Das Gotha-Liebespaar. Was wissen wir über seine Geschichte? Es wird berichtet, dass im 19. Jahrhundert dieses Gemälde vom Bilderboden des Schlosses Friedenstein geholt wird. Also das muss eine Art Depot gewesen sein. Vielleicht auf den Dachböden, wo sich lange Zeit Depots befunden haben. Aber sicherlich nicht achtlos abgestellt, weil der Erhaltungszustand zeigt schon, dass man sich immer um dieses Gemälde gekümmert hat. Also das kann nicht dort lange im Verborgenen gestanden haben. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass wir ausgerechnet zu dem wichtigsten Bild in unseren Sammlungen nichts zur Provenienz sagen können. Ist es möglich, dass in Gotha seit 40 Jahren eine Kopie des Gotha-Liebespaares hängt? Unbestritten ist, in den 70er Jahren muss die DDR immer größere Anstrengungen unternehmen, um die Versorgung der Bevölkerung auf hohem Niveau sicherzustellen. Kunstgegenstände geraten zunehmend in den Fokus des Außenhandelsministeriums. Das gründet 1973 die Kunst- und Antiquitäten GmbH. Der Geschäftszweck? Über die Firma werden bis zur Wende Millionenwerte in den Westen verschoben. Ganze Lagerhallen, wie hier in Berlin-Mühlenbeck, waren gefüllt mit Kunst und Antiquitäten von oftmals unbekannter Herkunft.
Abnehmer im Westen waren Auktionshäuser und Galerien und prominente Sammler. Die Kunst- und Antiquitäten GmbH gehörte zum Reich des obersten Devisenbeschaffers der DDR, Alexander Schalk-Golodkowski. Gezielt ließ der Stasi-Oberst auch die Depots der staatlichen Museen auf der Suche nach Wertvollem durchkämmen. Doch viele Direktoren weigerten sich, Stücke herauszugeben. Das kam auch in mehreren Untersuchungsausschüssen in den 90er Jahren ans Tageslicht. Ebenso wurde bekannt, Schalk-Golodkowski war nahezu jedes Mittel recht, um an die Kunst zu kommen. Bis heute ist die Geschichte der Kunst- und Antiquitäten GmbH nicht aufgearbeitet. Mitglied des ersten Untersuchungsausschusses im Bundestag war die damalige hessische Bundestagsabgeordnete Dorothea Marx. Kann sie die Frage beantworten, ob Schalk-Golodkowski auch Kunstwerke fälschen ließ, um sie in den Westen zu verkaufen? Kunstfälschungen haben uns leider gar nicht beschäftigt, obwohl ich das jetzt im Nachhinein schade finde. Wir haben uns hauptsächlich mit Kunstraub beschäftigt. Man hat ja regelrecht ausspioniert, welche Leute über gute Kunstsammlungen dann auch verfügten. Man hat Steuerstrafverfahren initiiert, alles Mögliche gemacht. Also jetzt nicht nur Leuten, die ausreisen wollten, die Kunst weggenommen oder abgeschwätzt, sondern eben auch Leute, also gezielt drangsaliert, von denen man schöne Dinge zu erbeuten hoffte, und dann sind die eben verkauft worden. Wir haben dann eben versucht, ausfindig zu machen, wie liefen die Vertriebswege, kann man möglicherweise noch herausfinden, wo die Sachen gelandet sind, wer waren die Profiteure, kann man irgendetwas zurückholen, kann man ja die Opfer, das sind ja auch letztlich Opfer gewesen, nochmal entschädigen. Das Schönste wäre natürlich, die Dinge zurückzubekommen, das war eher nicht möglich. Die Aktenlage ist dürftig. Das Firmenarchiv der GmbH ist im Herbst 1989 verschwunden. Das blieb nicht ohne Folgen für die Ausschussarbeit. Natürlich haben die gemauert und haben natürlich immer darauf gewartet, was ergibt sich aus irgendwelchen Unterlagen. Und das ist ja immer ein Phänomen oft in Ausschüssen, und wo dann Zeugen merken, da gibt es keine Unterlagen dazu, dann wird es auch nicht freiwillig ausgepackt. Was die Archive heute nicht mehr hergeben, könnte aber dennoch über Umwege aufgeklärt werden. Axel Hilpert, der Chefunterhändler der KUA, dem Tochterunternehmen der KOKO. Im vergangenen Jahr verstorben, hatte er ausgesagt, er habe für die DDR-Devisenbeschaffung in Südamerika Briefmarken und Antiquitäten fälschen lassen. Nach der Wende gingen die Geschäfte weiter als Immobilienhändler und Hotelbesitzer in Potsdam. Alte Kreise, neue Märkte und die Chuzpe gepaart mit Herrschaftswissen, hieß es von Seiten staatlicher Behörden. Hilpert konnte bei der Auffindung von Reliquien aus dem Bernsteinzimmer behilflich sein. Aber auch hier, wenn es die Aktenlage nicht hergab, wurde auch nichts ausgesagt. Doch in welchem Umfang schleuste die DDR gefälschte Antiquitäten und Bilder in den Westen? In Wien wohnt heute eine Thüringerin, die hierauf eine Antwort weiß. Ihr kam nach ihrem Studium in Wien eine Idee. Gemeinsam mit ihrem Mann eröffnete sie in der Donaumetropole ein Museum für falsche Kunst. Im Bestand des Museums etwa finden sich diese Grafiken, angeblich Bauhaus, aber gefälscht. Sie wurden in den 80ern zuhauf auf den Markt geworfen. Experten sind sich sicher. Made in GDR. Diana Grobe ist die Thüringer-Expertin aus Wien. Sie berichtet von einem weiteren Fall. Ein angeblich echter Bernhard Rode aus dem 18. Jahrhundert. Die haben wir auch von einem Antiquitätenhändler aus Westdeutschland. Der hat dann uns die Geschichte länger dazu geschrieben, wie er dazu gekommen ist. Dann dieses Typische, was man immer früher auch gehört hat mit der Stasi. Es kommt jemand und sagt, er hat dann Verwandte und die bräuchten dringend Geld in der DDR. Und das sind, die hatten noch ein paar Schätzchen zu Hause und das ist so eines davon. Und er hat das ganze Konvolut, es waren ja mehrere, ihnen abgekauft. Das Papier ist extrem gut. Also es muss von irgendwelchen Regierungsmitgliedern oder welchen, die Zugang hatten, gekommen sein, weil das Papier ist original. Es hat einen Wasserstempel, es hat einen preußischen Stempel drauf. Und du kommst an diese originalen Sachen nicht so einfach ran. Interpol weiß, mit Kunstfälschungen lassen sich Millionengewinne machen.
Es ist ein Geschäftsfeld, auf dem auch die DDR-Devisenbeschaffer unterwegs waren, sagt Diana Grobe. Man wusste, ja, die DDR verkauft viel. Das Problem war, und das haben uns auch ehemalige Kunstbesitzer oder auch Museumsleiter, es gab ja nicht wirklich Museen, bestätigt, es gab irgendwann nicht mehr genug Kunst, aber die DDR hat Geld gebraucht. Und der Schalk-Godotkowski hat ja auch genug zum Verscherbeln gebraucht. Und so ist dann der Gedanke aufgekommen, Sachen zu machen, die man rausschmuggelt oder offiziell rausschmuggelt und dann an den Westen verkauft, weil der Westen auch viele Sachen ja gar nicht nachprüfen konnte. Einen Fälscher, der auch für die DDR-Staatsführung malte, hat Diana Grobe noch persönlich kennengelernt. Ihm nach seiner Enttarnung zahlreiche Werke abgekauft. Es war der Berliner Trödelhändler Edgar Mrugalla. Ein Autodidakt mit fast einzigartigem Talent. Hunderte Gemälde, Drucke, Zeichnungen hatte er in den 70er und 80er Jahren angefertigt. Anfang der 90er Jahre flog er auf. Mrugalla sagte vor Gericht aus, auch ein Verbindungsmann der Stasi habe Kunst von ihm gekauft, ganze Bilderserien bei ihm bestellt. Man glaubte ihm nicht. Gleich hinterm Husumer Deich lebte Mrugalla nach der Entlassung aus dem Gefängnis. Hier baute er sich ein ehrbares Leben als bekannter Kopist auf, sagt sein Sohn Richard. Er führte sein Atelier dort, wo sich heute ein Schuhladen befindet. Nach dem Tod des Vaters hat der Sohn Teile des Erbes übernommen, darunter auch Unterlagen über einen gewissen Lothar Österreich, einen Westberliner Kaufmann mit Verbindungen zur kommerziellen Koordinierung. Vor Gericht sagte Mrugalla aus: Für alle Bilder bekam ich damals 30.000 bis 35.000 D-Mark. Ich sollte noch 100 Nolde liefern. Bis heute hängen angeblich noch falsche Mrugalla aus dieser Zeit unentdeckt in Museen. Falsche Drucke fertigte Mrugalla ebenso an wie angeblich noch unbekannte Versionen von weltbekannten Gemälden. Und auch Kriegsverluste entstanden nach alten Fotos neu. Von Franz Marx, Turm der blauen Pferde. Und das war, ist in der Literatur seit 70 Jahren als verschollen deklariert gewesen. Oder im Krieg zerstört worden. Und jetzt hier vor ein paar Jahren oder so ist das im Gohlit-Fund wieder aufgetaucht. Einmal wieder rekonstruiert, sagte er dazu. Werner Tübke konnte von derartigen Geschäften damals nichts wissen. Aber als die schriftliche Anfrage aus dem Ministerium kam, äußerte er gegenüber seiner damaligen Frau, der Malerin Angelika Tübke, eine vorsichtige Ahnung. Sollte man wirklich die Kopien in die staatlichen Museen hängen, um die Originale zu verkaufen? Unvorstellbar für den Maler. Nicht so für Adelheid Countess von Buse. Die Restauratorin hat in den 80er Jahren die Gemäldesammlung auf Schloss Friedenstein betreut. Auch sie hat damals eine merkwürdige Anfrage erhalten vom Museumsdirektor persönlich. Zwischen Tür und Angel, der kam aus seinem Arbeitszimmer und ich war im Gang unten. Das gibt es ja noch, aber wo das Mittelalter damals hing. Und er kam auf mich zu und fragte mich, können Sie einen Kranach kopieren? Also das... Ja, im ersten Moment muss ich sagen, ich habe erst mal nachgedacht. Und dann habe ich zu ihm glattweg gesagt, nein. Ich habe ihm ein Nein gewagt zu sagen. Wissen Sie, was das in dieser Zeit bedeutete? Das war, tja, daraufhin war er natürlich sehr ärgerlich und die Schikanen wurden schärfer. Das will ich dazu sagen. Diese Schikanen endeten ein paar Jahre später mit ihrer Entlassung. Erst nach der Wende erfuhr sie, dass auch der Museumsleiter ein IM der Staatssicherheit war, wie damals alle Direktoren der großen Museen. Und an noch etwas erinnert sie sich. Mitte der 70er Jahre sei das Gotha-Liebespaar nach Japan verliehen worden. Da kamen die Dresdner, die diesen Transport machten und auch mitfuhren, wie sie erklärten. Und ich habe das Zustandsprotokoll geschrieben. Wir haben es gemeinsam verpackt. Also sie hatten, die brachten die Kiste mit. Und dann kam es wieder zurück. Was dazwischen war, ob es dort war, das sagt heute auch, ich habe nachgefragt,
Er kann sich in Dresden keiner erinnern. Und auch nicht in Japan. Dabei zeigte man Frau Buse doch sogar Fotos von der angeblichen Ausstellung mit dem Gemälde. Die heute noch vorhandenen Unterlagen zum Bild im Museum passen auf eine Karteikarte. Frau Buse wundert sich. Die Dokumentation ist ja alles weg. Ich habe eine tadellose Dokumentation aufgebaut. Und in diesen 10 Jahren und nachdem ich weg war, verschwand alles. Erhalten hat sich dagegen das Antwortschreiben von Tübke an das Kultusministerium der DDR. Es sei ihm ein Vergnügen, sich an einer Kopie des Gotha-Liebespaares zu versuchen. Idealerweise im Februar 1976. Aber er bräuchte optimale Bedingungen und damit das Original. Aber eine Frage hatte er dann doch noch. Was ist denn der tiefere Sinn dieser Aktion? Auch dieses Schreiben hatte der ehemalige Assistent 1975 aus dem Zettelkasten Tübkes mitgehen lassen. Die Anfrage kam ihm komisch vor. Der ehemalige Schüler von Werner Tübke, Ulrich Hachuller, kann sich nicht vorstellen, dass der Maler dieses Angebot angenommen hat. Hachuller hat Werner Tübke als einen überaus korrekten Lehrer und Künstler erlebt. Aber er weiß auch, wie wichtig es war, die Gunst der Kulturfunktionäre nicht zu verspielen. Er hätte wahrscheinlich, und das müssen, mögen auch die, die zwei Schriftstücke beweisen, er hätte wahrscheinlich diplomatisch reagiert oder hat wahrscheinlich diplomatisch reagiert und hat nicht von vornherein gesagt, um Gottes Willen, kommt für mich überhaupt nicht in Betracht, sondern erst einmal. Ja, wie bei einer unwillkommenen Einladung, da sagt man meistens auch nicht gleich, nein, also vielen Dank, zu Ihnen komme ich nicht, sondern lange Leine, man wartet ab, wie sich's entwickelt. Hachuller liest in den Briefen zwischen den Zeilen. Für ihn ist es unvorstellbar, dass Tübke eine Kopie angefertigt haben könnte, ohne dass sein Name darunter gestanden hätte. Es wäre ja dann, das geht ja aus dem Einschreiben auch hervor und spricht eben auch für die, nach meinem Dafürhalten, für die grundsätzliche Einstellung von Tübke in dem Fall, dass er die Frage aufwirft, wie es mit der Signatur zu handhaben ist. Auch der Maler Michael Triegel hatte erst unlängst so ein dubioses Angebot erhalten. Er sollte einen echten Caravaggio kopieren, hat aber entrüstet abgelehnt. Wie sieht er das Angebot an Werner Tübke? Ist ja da. Das ist die erste. Ich meine, das ist ja noch ein wahnsinniger ins Depot. Da weißt du natürlich, wenn es ins Depot ist, ist es weg. Das aber gibt es doch. Ich habe den zweiten Brief jetzt nicht dabei. In dem zweiten antwortet Tübke. Na ja, ein Spiel auch auf Zeit. Ich meine, das war, was ist es hier für ein Datum? Das ist Mai 75 müsste das sein. Naja, 75, da war er noch mit Palast der Republik-Bildern kurz beschäftigt. Kurz davor. Und das dauert ja nicht lange, dass Frankenhausen anstand. Also insofern hat er wahrscheinlich auch großes Glück gehabt, dass dann die großen Aufträge kamen. Da haben sie nicht weiter insistiert wahrscheinlich. Und es war ja, das wird Ihnen Angelika Tübke ja besser erzählen können, es war ja die Zeit, wo es ihm nicht so gut ging. Ne? Also Trennung und der Alkohol spielte sicherlich auch eine Rolle. Also bestimmt nicht unproblematisch. Ein Bild nach dem anderen wurde damals aus der DDR herausgeschafft. 1966 war die KOKO gegründet worden. Anfang der 70er schon forderte sie Antiquitäten und Gemälde aus den Museumsdepots an. Doch viele Direktoren weigerten sich. Waren Kunstfälschungen für Schalk-Golodkowski damals eine Alternative? Ende der 70er Jahre häuften sich dann die Diebstähle aus den Museen der DDR. Prominentester Fall? Der Einbruch in die Gemäldesammlung von Schloss Friedenstein. In der Nacht auf den 14. Dezember 1979 stiegen bis heute unbekannte Täter in die Ausstellungsräume ein. Sie stahlen 5 wertvolle Gemälde, darunter Franz Hals, Holbein. Früh kam der Verdacht auf, die Stasi könnte den Diebstahl in Auftrag gegeben haben. Denn die Täter ließen Werkzeuge am Tatort zurück, die aus dem Westen stammten. Ob das Auftauchen der Bilder nach 40 Jahren das Rätsel lösen kann? Die Stasi jedenfalls tappte im Dunkeln, wie Unterlagen zeigen.
Sie hatte stattdessen einen reichen Zigeuner im Verdacht. Schon ein Jahr zuvor hatte er ein Familienmitglied aufgefordert, die Gemälde aus dem Schloss zu stehlen. Für 150.000 Mark. Die Stasi hatte einen Spitzel in der Familie platziert. Der berichtete, der Zigeuner habe eine neue Truppe aufgebaut, um denselben Einbruch noch einmal zu organisieren. Bekannt war der Staatssicherheit, der Zigeuner arbeitete auch mit der Koko zusammen. Die Familie stahl Beichtstühle aus Kirchen, war für einen Einbruch in Schwarzburg verantwortlich, machte auch vor dem Diebstahl von Thronsesseln nicht Halt. Und auch Schloss Reinhardsbrunn war vor der Bande nicht sicher. Das ehemalige Hauskloster der Thüringer Landgrafen war Mitte der 70er Jahre ein Interhotel, ausgestattet mit Antiquitäten und wertvollen Tapisserien und einem korrupten Direktor. Sein Spitzname in der Antiquitätenszene: Diamanten-Charlie. Für Juwelen verkaufte er die Möbel aus seinem Hotel an die Bande. Ungeklärt bis heute ist auch der Einbruch in die Kirche von Klieken im Landkreis Wittenberg. 1980 verschwanden des Nachts hier zwei Kranachs, herausgebrochen aus einem Flügelaltar. Erst nach der Wende tauchten sie wieder auf, bei einem Bamberger Antiquitätenhändler. Auf die Idee, die Koko könne mit den Diebstählen etwas zu tun haben, kam die Staatssicherheit nicht. Oder sie wollte nicht in diese Richtung ermitteln. Jörg Bader aus Erfurt kennt die Antiquitätenszene von damals. Er hat seinerzeit mit alten Möbeln legal gehandelt und auch mit der Koko ab und an Geschäfte gemacht. Wir sind auch von Haus zu Haus gegangen, haben Möbel gekauft und Kleinantiquitäten. Hat man auch mal einen staatlichen Kunsthandel getroffen. Und die haben dann auch überdurchschnittliche Preise sofort im Bar bezahlt. Wir sind im Prinzip alles eigene Unternehmer gewesen. Ja, die sich hauptsächlich davon auch ernährt haben. Ja. Und ein Durchschnittsverdienst bei mir zumindest war in der DDR zwischen 10.000 und 20.000 Mark gewesen, monatlich. Ja, und dementsprechend hat man auch ein gewisses Lebensstil gehabt. Ja. Wenn man hin und wieder mit dem staatlichen Kunsthandel zusammenarbeitete, auch mal gute Preise machte, habe man seine Ruhe vor denen gehabt. Antiquitätenhändler ist Jörg Bader noch immer. In all den Jahren hat er keine Hinweise darauf gehabt, dass in der DDR kopiert und gefälscht wurde. Anders als in den sozialistischen Bruderstaaten. Zu Polen, Tschechei, die haben sich spezialisiert direkt auf Fälschung. Weil ich bin ja 1986 ausgereist, übergesiedelt, ganz offiziell, nach 10 Jahren Ausreiseantrag. Und da war ich natürlich auch öfters in Polen, Tschechien gewesen. Und da haben sie natürlich dann alles bekommen. Ja, ob Münzen oder Militarier, Klingen, SS-Klingen nachgemacht und so weiter und so fort. Also der Pole selber, der war da sehr eifrig gewesen, der Tscheche genauso. Und der ostdeutsche Kunsthandel? Laut Bader stand zumindest bei den Möbeln ja immer noch genug herum in der DDR. Es war ja genug auf dem Markt gewesen. Gell? Oder in Museen. Gell? Ich selber habe ja auch bei der Denkmalpflege gearbeitet und Gotha oben, selbst auf dem Schloss oben, da waren auf den Böden auch genug. Also jetzt antiquarische Möbel oder Büsten und so weiter und so fort oder Kellereinlagerungen, gell? In den Museen ist ja nicht alles oben ausgestellt worden. Und da konnten die sicherlich gut drauf zurückgreifen. Im Juni 1975 kommt das Kultusministerium noch einmal auf Tübke zurück. Ein weiterer Brief bestätigt, er werde die gewünschte Kopie anfertigen. Man will nun die Voraussetzungen schaffen, dass der Meister vor dem Original arbeiten kann. Über den tieferen Sinn dieser Aktion wolle man mit ihm in einem persönlichen Gespräch reden. Dieser Brief befindet sich noch immer, anders als die beiden anderen, im Nachlass von Werner Tübke.
Hat Werner Tübke kopiert oder nicht? Auch die Leitung von Schloss Friedenstein will es nun wissen. Sie lässt das Bild mit neuesten Verfahren der Technik untersuchen. Die Experten glauben nicht so recht an eine Fälschung. Ich halte es schon für möglich, dass es in relativ kurzer Zeit auch zu kopieren ist, dieses Werk, auch wenn da drin Blattgold und kostbare Pigmente verarbeitet sind, die auch in Schichten aufgetragen sind, gewisse Trockenzeit bedürfen. Mit einiger Erfahrung lässt sich das sicherlich in einem entsprechend überschaubaren Zeitrahmen kopieren. Halte ich für möglich. Allerdings habe ich persönlich hier kein Zweifel, dass wir vor dem Original stehen und dass keine Kopie ist. Ich selber habe eine Reihe von Werken auch in Teilen und zum Teil auch gänzlich kopiert. Und was für einen Kopisten schwerlich zu imitieren ist, ist das Krakelé, die Alterungserscheinung, die wir hier an diesem Bild beobachten und die für mich völlig authentisch erscheint. Zunächst untersuchen die Wissenschaftler die verwendeten Farben des Liebespaars. Passen sie in die Entstehungszeit des Bildes? Wir haben dort die klassische Palette des 15. Jahrhunderts identifizieren können. Also Bleiweiß, Zinnober, Ocker, Azuritblau und hervorzuheben sicherlich Bleizinngelb, weil das eben ein typisches Pigment des Mittelalters war. 1750 kam es aus dem Gebrauch und 1940 wurde es wiederentdeckt und war damit aber auch lange Jahre nicht auf dem Markt verfügbar für Kopisten. Und indem wir dieses Pigment auch in dieser Tafel identifiziert haben, ist das natürlich ein weiteres wichtiges Indiz, dass es sich hier um das Original handelt. In einem zweiten Schritt schauen die Experten tief in die Geschichte des Bildes. Infrarottechnik macht die Vorzeichnungen des Liebespaares sichtbar. Hier zum Beispiel legt er Falten erst einmal mit vertikalerem Verlauf an oder auch hier mit entsprechenden Stauchungen. Und die sehen wir nachher in der ausgeführten Fassung in dieser Form nicht mehr. Das heißt, er hat während des Malens diesen Faltenverlauf noch mal geändert. Und das ist natürlich für einen Kopisten eher untypisch, dass er erst einmal, wenn er etwas nachvollzieht, was es schon gibt, die Falten ganz anders zeichnet, um sie dann im Malprozess wieder zu korrigieren und wieder dahin zu bringen, wo das Original ist. Das spricht natürlich viel mehr für die Arbeitsweise eines Malers im 15. Jahrhundert. Das eindeutige Ergebnis aus Sicht der Experten? Das Gothaer Liebespaar, so wie es seit mehr als 100 Jahren in der Ausstellung von Schloss Friedenstein präsentiert wird, ist das Original. Es kann wieder an die Wand zurück. Dieses Rätsel ist also gelöst. Für den Kurator Timo Trümper bleiben jedoch noch genug andere Geheimnisse, die den Zauber dieses Meisterwerks ausmachen. Also wie bei jedem großen Meisterwerk ist eben nicht jedes Rätsel gelöst. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen zu dem Bild. Alle Jahre kommt eine neue und die Kunsthistoriker sind sich längst nicht einig darüber, was oder wer hier dargestellt ist. Ob es sich nur um eine Allegorie der Liebe im Allgemeinen handelt oder ob es ein Porträt von einem Liebespaar, was man vielleicht auch identifizieren kann, ist. Und das macht es spannend. Also jeder kann sich eigentlich auf die Suche begeben nach einer eigenen Interpretation. Und auch das macht den Zauber aus. Und auch die Suche kann weitergehen, wenn der Nachlass von Werner Tübke geöffnet wird. Vielleicht findet sich dort die Fortsetzung des seltsamen Briefwechsels und eine Antwort darauf, ob es nicht doch irgendwo noch eine Tübke-Kopie des Gothaer Liebespaares geben könnte.